Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wer hier meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich mich viel mit dem Thema Klimawandel beschäftigt habe und da der offiziellen Version, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, eher kritisch gegenüberstehe. Deswegen war ich für euch ganze viermal bei Fridays for Future und habe dort kritische Fragen gestellt und ich habe mich für euch auch in die Höhle der Löwen begeben, wo SPD, die Grünen, Jusos, Grüne Jugend, BUND und Fridays for Future zusammengekommen sind, um über CO2 zu sprechen. Da hatte ich dann auch die Gelegenheit, mit der Bundessprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Lang, zu sprechen. Es gibt einen absolut riesigen wissenschaftlichen Konsens, der den Klimawandel bestätigt. Das sind über 99% aller Studien. Und ich habe mich sogar auf eine Diskussion mit einem Klimaalarmisten eingelassen. Tja, und da muss ich jetzt auch ganz offen und ehrlich zugeben, dass natürlich all diese mutigen Kämpfer für eine bessere Welt mich mit ihren Botschaften zutiefst berührt haben. Und wenn ich das als emotionsloser Klimaleugner sage, dann soll das wirklich was heißen. What the fuck? Und so kam es dann, dass ich aufgrund dieser ganzen Erlebnisse viel zu diesem Thema gelesen habe und vieles gefunden habe, was mein bisheriges Weltbild ins Wanken gebracht hat. Tja, also muss ich heute hier und jetzt öffentlich eingestehen, dass ich falsch lag und zu Recht als Klimaleugner bezeichnet wurde. Es gibt da nämlich überhaupt nichts zu leugnen, wenn man sich diese Fakten anschaut. Der Klimawandel sorgt für weniger Schnee in den Alpen, aber auch zu überdurchschnittlich viel Schnee in den Alpen. Er lässt das Eis in der Antarktis schmelzen, aber auch eventuell wieder wachsen. Der Klimawandel verursacht mehr Regen, aber auch weniger Regen. Er senkt die Chance, Malaria zu bekommen, erhöht aber auch die Chance auf Malaria. Durch den Klimawandel verlieren die Blätter im Herbst an Farbe, aber er lässt sie auch bunter werden. Ja, dann sehen wir, dass der Klimawandel bewirkt, dass die Temperaturen in Europa schneller steigen als im globalen Durchschnitt. In Schweden sehen wir, dass sich die Temperaturen sogar zweimal so schnell erhöhen wie im globalen Durchschnitt. Oder auch in Norwegen, wo es auch doppelt so warm geworden ist wie im globalen Durchschnitt. Ganz schlimm ist es offenbar in Spanien, wo es am schnellsten in der nördlichen Hemisphäre wärmer wird. Aber auch in China wird es doppelt so schnell warm wie im Rest der Welt. Das gleiche sehen wir auf der koreanischen Halbinsel, im amerikanischen Westen, in Alaska, in Australien und auf der ganzen nördlichen Hemisphäre, die sich doppelt so schnell wie die südliche erwärmt. Ja, und in Russland ist es sogar ganze 2,5 Mal schneller warm geworden als im globalen Durchschnitt. Dramatische Meldungen hören wir auch aus Irland, wo die Temperaturen um das Doppelte des globalen Durchschnitts steigen. Das gleiche sehen wir auch in Kanada, in der Arktis, in ganz Afrika und auch in Tibet. Und mal gut, dass all diese Meldungen überall auf der Welt Wirkung gezeigt haben. So glaubt laut einer Umfrage die Mehrheit der Menschen in 28 befragten Ländern, dass der Klimawandel ernsthafte ökonomische Schäden anrichten, Städte zerstören, Kriege verursachen und sogar die Menschheit ausrotten wird. Aber die meisten meinen, dass es noch nicht zu spät ist, solange wir drastische Maßnahmen ergreifen. Also, jetzt weiß ich auch, dass all diese Fakten, die kann man einfach nicht vom Tisch wischen. Und wer da irgendwas anderes behauptet, der ist natürlich ein Trump-Unterstützer, ein AfDler oder wird sogar direkt von der Ölindustrie finanziert. Das sind zum Beispiel rechte Demagogen wie Jörg Kachelmann, der meint, dass über 90% aller Geschichten zum Wetter und Klima falsch sind oder frei erfunden. Ich so, krass, really? Oder auch der ehemalige Direktor des angesehenen Max-Planck-Instituts für Meteorologie, Leonard Bengtsson, der sagt, dass eben die zunehmende Tendenz von Pseudowissenschaften in der Klimaforschung Sorge bereitet. Dies wird enthüllt durch die Verzerrung bei der Veröffentlichung von Ergebnissen, werden doch nur solche bekannt gemacht, die die Klimahypothese stützen, während man der Öffentlichkeit abweichende Ergebnisse vorenthält. Würde Karl Popper heute noch leben, hätte er dieses Verhalten mit Sicherheit auf das Heftigste kritisiert. Oder wir haben zum Beispiel Josef H. Reichholf. In der Zoologischen Sammlung in München treffen wir Professor Josef Reichholf, der weit über Deutschland hinaus geachtete Wissenschaftler, der an beiden München Universitäten lehrt, betrachtet das ganze Katastrophenszenario, das die Erderwärmung verursachen könnte, als wissenschaftlichen Unfug. In dieser demagogischen Hetzschrift namens Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrhunderts schreibt er auch, warum dennoch immer wieder so offensichtlich Falsches verbreitet wird, liegt auf der Hand. Es geht um die gute Sache. Dafür ist fast jedes Mittel recht.
Der uninformierten Gesellschaft kann man nahezu alles erzählen, wenn es nur irgendwie zu passen scheint. Dass damit das Anliegen selbst in Misskredit gezogen werden könnte, wird billigend in Kauf genommen. Die Vertreter der Warnergilde hoffen auf das Vergessen. So natürlich, jeder, der da fleißig das Buch von Greta, das Buch von Luisa oder Ramsdorff und wie die alle heißen gelesen hat, der weiß natürlich, dass Menschen, die solche Sachen von sich geben, klar gegen den wissenschaftlichen Konsens von angesehenen Experten verstoßen und wohl relativ sicher von der Öllobby finanziert werden. Es gibt vielleicht so ein paar Dullis, die bezahlt wurden von der Ölindustrie, aber eigentlich macht da kein seriöser Wissenschaftler mit. Das dürfte wohl eigentlich jedem kritischen Geist klar sein. Also, Newsflash. Ich glaube nun endlich auch an die heilige Greta und nur unsere allwissenden Waisenführer können uns mit einer CO2-Steuer, der intelligenten Energiewende und zahlreichen Regulierungen vor dem Untergang unserer Zivilisation bewahren. So nun hoffe ich, dass ihr ganzen Klimaleugner da draußen auch endlich davon überzeugt seid, dass wir schuldig sind und nur die Politik uns retten kann. Also, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ich empfehle dir, um tiefer in das Thema einzusteigen, meine Playlist zum Thema Klimawandel. Da habe ich einmal die kritischen Stimmen aus dem Mainstream zusammengestellt und natürlich meine Videos.